Wir sagen, wir brauchen einen ganz radikalen Neustart. Und es geht darum, für diese Partei mehr demokratischen Sozialismus zu wagen. Und wir sind überzeugt, dass die SPD nur durch diesen radikalen Neustart wieder auf die Beine kommt. 11,3% in den Umfragen ist eine Geschichte, die uns sehr wehtut. Und an dieser Partei hängen viele Menschen und diese Partei wird gebraucht von vielen Menschen. Aber das bedeutet, wir müssen auch für viele Menschen wieder sichtbar sein. Von daher darf ich noch mal betonen, es ist eine konsequente Haltung, jetzt zu sagen, diese Partei braucht auch Personen, die diesen radikalen Neustart auch darstellen können und glaubwürdig vertreten können. Das ist kein Geheimnis, dass natürlich in dem linken Spektrum zwei Parteien zur Verfügung stehen, mit denen wir uns, glaube ich, in vielen inhaltlichen Punkten eine hohe Übereinstimmung haben. Aber für uns geht es jetzt erstmal darum, diese SPD wieder stark zu machen. Mit 11,3% in den Umfragen sollte man nicht den Mund irgendwie spitzen, und weil da kann man nicht mehr pfeifen, weil mit 11,3% müssen wir erst schlicht und ergreifend mal wieder uns konsolidieren. Und das ist unser Ziel. Und dann, glaube ich, ist das weitere Ziel natürlich, ein alternatives Angebot so zu machen, dass man wirklich auch diese Machtfrage stellen kann. Der zweite Punkt, weswegen es die SPD nicht geschafft hat, sich aus dem Schatten der Vergangenheit zu lösen, ist die Große Koalition. Wir haben es in dieser Großen Koalition trotz einiger vernünftigen Projekte, ich will mal den Mindestlohn hervorheben, ich will die Rente mit 63 hervorheben, ich will die Einschränkungen von Leiharbeit und Werksverträgen hervorheben. Es ist trotz alledem nicht gelungen, die immer größer werdenden sozialen Probleme in diesem Land in den Griff zu kriegen. Man muss bereit sein, das Geld in die Hand zu nehmen, und wir sind doch kein Schwellen- und Entwicklungsland, verdammt nochmal. Ja? Frau Mattheis hat doch darauf hingewiesen. Ja? Wir haben privates Nettovermögen in diesem Land über 10 Billionen Euro. Ja, und da müssen wir eine Debatte darüber führen, wie der private Reichtum herangezogen werden kann, um die öffentliche Armut in diesem Land zu überwinden. Das muss die zentrale Debatte in diesem Land sein.